Liebe und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Chris Mikus und heute gibt es 10 Dinge, die du tun kannst, um an einem Sonntag neue Energie zu tanken und dann produktiv in die Woche zu starten. Das Erste, was du jeden Sonntag machen sollst, damit du einen möglichst erfrischenden Sonntag erlebst, ist, dass du die nächste Woche planst. Versuche es zu einem Ritual zu machen, dass du dich am Ende der Woche, sprich am Sonntag, hinsetzt und einmal reflektierst, wie die Woche eigentlich war, was besonders gut war, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und wie du Dinge verbessern kannst für die nächste Woche. Und dann plane die nächste Woche. Es muss gar nicht unbedingt ins Detail sein, dass du jetzt jeden Tag schon stündlich durchgeplant hast, aber du solltest zumindest wissen, welche Termine hast du die Woche. Was gibt es für wichtige To-Dos die Woche, was darfst du nicht vergessen und was möchtest du vielleicht bis zum Ende der Woche erreicht haben. Denn so wird es nicht passieren, dass du jeden Tag einfach nur hinter deinen Aufgaben hinterher rennst und Dinge vergisst, sondern so wirst du jetzt am Sonntag schon wissen, was eigentlich alles ansteht. Der zweite wichtige Tipp, und das solltest du idealerweise gleich am Sonntagmorgen tun, das ist ein ganz festes Ritual bei mir, lustig, dass nämlich heute auch Sonntag ist, dass du dir überlegst, was du wirklich brauchst. Was ist gerade etwas an diesem Tag, was dir wichtig ist und was du brauchst, um deinen Akku wieder aufzuladen? Das heißt, wenn du Sonntag wach wirst, überleg dir kurz, was ist dir jetzt für diesen Tag wichtig? Wie fühlst du dich gerade? Bist du hungrig? Bist du nicht hungrig? Was möchtest du essen? Was kannst du Gutes essen für dich und für deinen Körper? Bist du vielleicht wirklich schon bereit aufzustehen oder willst du dir am Sonntag vielleicht noch eine halbe Stunde länger Schlaf gönnen? Wie ist deine Gefühlslage? Bist du fröhlich? Bist du etwas traurig? Belastet dich etwas? Ja, und was ist etwas, was du an diesem Sonntag tun kannst, damit du das Gefühl hast, du hast auch etwas für dich getan? Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man jeden Tag eine Kleinigkeit für sich tut, aber gerade am Sonntag solltest du dafür sorgen, dass du etwas machst, was dir wirklich gut tut und dass du dir, wenn definitiv an diesem Sonntag auch etwas Platz für dein Selfcare-Programm nimmst. Und dann überleg dir, ob du wirklich bereit bist, jetzt schon in den Tag zu starten und ob du dir noch gewisse Gedanken vorher machen möchtest oder dich noch ein bisschen programmieren möchtest für den erfolgreichen Tag. Also nutze ruhig diese sonntaglichen Morgenstunden, um dir gewisse Gedanken zu machen über deine aktuelle Situation. Denn wann haben wir denn schon mal Zeit, wirklich darüber nachzudenken, wie es uns geht, wie die Situation ist, Dinge zu hinterfragen und auch mal zu überprüfen, warum wir vielleicht schlechte Emotionen haben oder uns nicht glücklich fühlen. Nutze diese frühen Morgenstunden idealerweise, vielleicht wenn du noch im Bett liegst oder wenn du eine Familie hast, steh auf und setz dich einfach mal in einen ruhigen Ort und überlege dir das, damit du eigentlich hinterfragen kannst, wo du gerade stehst. Und das sollte ein festes Ritual bei dir sein, jeden Sonntag, denn das ist bei mir ganz genauso. Der dritte extrem wichtige Tipp, gerade für einen Sonntag, vielleicht kannst du es so extrem machen wie ich, vielleicht machst du es aber auch nur in abgewandelter Form. Lass dein Handy liegen. Bei mir ist es so, dass ich samstags und sonntags nicht auf mein Handy schaue. Obwohl, falsch, Samstag nochmal abends, damit ich auch kontrollieren kann, ob irgendwas Wichtiges ist, worum ich mich drum kümmern muss. Also irgendwas, was wirklich extrem wichtig ist. Ansonsten, wenn es E-Mails sind, alles, was warten kann, wird am Wochenende liegen gelassen. Am Samstag, Sonntag ist es zum Beispiel mir auch so, dass ich kaum bei Instagram was poste. Das ist einfach Zeit, die für meine Familie, für mich und auch ehrlich gesagt ganz, ganz viel für Arbeit geplant ist. Denn normalerweise ist mein Wochenende meine Hauptarbeitszeit. Bis auf den Sonntagnachmittag, denn dann ist Familienzeit. Und das ist mir wichtig und das weiß ich schon jeden Sonntagmorgen. Aber gerade diese Sonntage sind bei mir handyfreie Zone. Da wird nicht irgendein Social-Media-Profil geöffnet. Da wird nicht sich mit irgendwelchen Kommentaren und E-Mails befasst. Jeder weiß das auch bei mir, dass ich Sonntag nicht reagiere, außer dann meine Mama ruft an. Aber ansonsten ist Sonntag handyfreie Zone. Und wenn du das nicht komplett machen kannst, versuch dir wenigstens Sonntag ein, zwei Stunden zu nehmen, in denen du dich nicht mit deinem Handy befasst. Glaub mir, unglaublich befreiend. Vielleicht auch, dass du einfach mal spazieren gehst ohne dein Handy, ohne das Gefühl, immer erreichbar zu sein. Der vierte Tipp, den du jeden Sonntag tun solltest, ist, dass du dich in irgendeiner Weise erfrischt. Ob das ist, dass du Sonntag einfach mal einen Spaziergang machst und an die frische Luft gehst und den Sauerstoff einatmest. Ob du ein Mini-Self-Care-Programm machst. Ob du wirklich dir mal einen Liter Wasser mit frisch gepresster Zitrone leistest. Was sind Dinge, die du tun kannst, um dich zu erfrischen? Es ist ein riesengroßer grüner Smoothie, toller Salat, den du vorbereitest. Was auch immer. Sorg dafür, dass du etwas machst, was dich erfrischt an diesem Sonntag. Mein Tipp dafür, und das mache ich nicht nur sonntags, das mache ich jeden Tag und das ist einfach total easy, aber unglaublich gut für dich, für den Körper und auch zum Wachwerden, dass ich als allererstes, wenn ich aufstehe, morgens hochgehe, die Fenster und die Türen aufreiße und dann ist es meistens stockduster, weil ich enorm früh aufstehe und die frische Luft einatme. Mir ist meistens eiskalt, Sommer nicht, aber im Winter ist mir eiskalt, weil es wirklich klirrend kalte Luft ist, aber völlig egal. Dieses Einatmen, tief einatmen, ausatmen und bestimmt für 5 Minuten diese frische Luft und diesen frischen Sauerstoff zu genießen, ist ganz, ganz großartig, gerade als Sonntagmorgen
Morgenritual. Aber auch im Laufe des Tages, versuch wenigstens den Sonntag an die frische Luft zu kommen. Wenigstens den Sonntag etwas zu machen, dass du etwas Vitamin D tankst oder dass du etwas Sauerstoff bekommst. Wenn du vielleicht, wie ich früher in meinem Managementjob, viel, viel unterwegs bist und vor allem viel in geschlossenen Räumen bist, sollte dieser Sonntag ein Ausgleich dazu sein, den du dir ganz bewusst als Plan sozusagen nimmst. Der fünfte Part, der wichtig ist eigentlich jeden Sonntag und den ich jeden Sonntag auch tue, und das ist jetzt schon, nachdem du schon aufgestanden bist, dich in Ruhe auf den Tag vorbereitet hast, frische Luft getankt hast, Energie getankt hast, jetzt solltest du dafür sorgen, dass du alles, was in irgendeiner Weise von Chaos in deinem Leben bzw. in deiner Wohnung herrscht, dass du das löst. Ob das ist, das Wohnzimmer aufräumen, Wäsche machen, Badezimmer sauber machen, Dinge aussortieren, Schreibtisch aufräumen. Versuch, das ganze Chaos, was du in deinem Haus, deiner Wohnung oder deinem Zimmer hast, an einem Sonntag in den Griff zu bekommen, damit du am nächsten Tag positiv in die Woche starten kannst. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man diese ganzen Ballast der Woche mitschleppt und damit in die neue Woche, die ja eigentlich dafür da ist, dass du Dinge erledigst, schleppt. Also nutz ruhig den Sonntag, und wenn du dich disziplinierst, dauert das maximal eine Stunde, dass du alles, was irgendeiner Weise Chaos ist, aufräumst und in den Griff bekommst. Und glaub mir, diese Zeit kann man auch nutzen, um ein bisschen in sich zu kehren. Bei mir ist es fast schon therapeutisch, dass ich organisiere und aufräume, weil ich in der Zeit entweder Musik höre, manchmal aber auch gar nichts mache und einfach nur mit meinen Gedanken durch die Gegend laufe und dabei Ordnung schaffe. Das ist wirklich sehr reinigend, für mich zumindest. Der sechste Tipp, den ich dir geben kann, ist: reflektiere. Es gibt Leute, die schaffen es, jeden Abend ein Journal zu führen. Ich versuche das auch und bin auch gar nicht so schlecht da drin, aber ich versuche mir definitiv vorzunehmen, jeden Sonntag zu reflektieren. Wie ist meine aktuelle Situation? Wie ist mein Leben momentan? Was sind Dinge, mit denen ich zufrieden bin? Was sind Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin? Wie war die Woche? Alles, was gerade mir in den Kopf kommt, versuche ich zu reflektieren. Entweder schreibe ich es auf, was am sinnvollsten ist, oder ich mache mir einfach nur diese Gedanken. Aber nutze den Sonntag, um etwas zu reflektieren. Für die Woche, für deine Situation oder vielleicht auch einfach nur für den Tag. Der siebte Part, und der gehört etwas zu dem Journal sozusagen dazu. Der Sonntag sollte auch dazu sein, dass du dir überlegst, wofür du dankbar bist. Ich finde, ich bin ja gerade jemand, der extrem voranprescht, der extrem schnell ist und der tausend Dinge gleichzeitig erledigen muss und möchte. Aber gerade Sonntage sind bei mir so eine Zeit, wo es ein bisschen Entspannung gibt. Wie gesagt, ich arbeite auch an Sonntagen viel, aber es ist eine andere Art von Arbeit. Es ist alles etwas ruhiger. Ich versuche, mich zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich positiv sind in meinem Leben, in meinem Business, und eine gewisse Dankbarkeit zu haben. Und jeden Sonntag versuche ich definitiv, und das ist natürlich für jeden Tag gut, aber gerade sonntags, dass du dir, bevor du ins Bett gehst vielleicht, so mache ich es nämlich, nachdem ich geplant habe, bevor ich ins Bett gehe, beziehungsweise wenn ich schon im Bett liege, mir einfach überlege, wofür ich dankbar bin, was alles positiv ist. Diese Mindset-Shift zu machen, dass du von den ganzen Schwierigkeiten, den Plänen, die To-Dos von der nächsten Woche umswitcht auf das, was aktuell schon positiv ist und wofür du aktuell sehr, sehr dankbar sein kannst. Und da sind wir auch schon beim achten Punkt, den du jeden Sonntag tun sollst. Und das habe ich gerade schon kurz angesprochen, was es bei mir ist. Es gibt immer ein kleines Self-Care-Programm am Sonntag. Ob das, ganz ehrlich, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, ich habe einen Beruf und ich habe ein Unternehmen. Was ich mache, ist, dass ich am Sonntag mir ein bisschen Beauty-Programm gönne. Eine Badewanne, eine Maske, eine Haarkur, was auch immer es ist. Heute habe ich das zum Beispiel schon heute Morgen erledigt, aber auch völlig okay, wenn du das am Abend machst. Aber such dir einen kleinen Part an diesem Sonntag, auch wenn es nur 10 Minuten sind, der ganz alleine für dich ist und wo du dich einfach nur um dich kümmerst. Der neunte Tipp, den du jeden Sonntag tun sollst, ist, dass du dir etwas Zeit nimmst für deine Passion, für das, was dich wirklich vorantreibt. Wie bei mir zum Beispiel mein Business. Ich liebe die Sonntage, dass ich mich darum kümmern kann, mein Business zu planen. Sonntag ist meistens der Tag, wo ich, wie gesagt, auch die nächste Woche plane, und das sind hauptsächlich Dinge, die in meinem Business passieren. Aber ich arbeite auch aktiv an meinem Unternehmen jeden Sonntag, und egal was deine Passion ist, ob du dich selbstständig machst, ob du ein Hobby hast, ob du gerne zeichnest, was auch immer es ist, nimm dir am Sonntag Zeit dafür. Denn glaub mir, auch wenn wir schon viele Dinge besprochen haben, im Endeffekt hast du bis jetzt vielleicht 2 Stunden deines Tages gefüllt. Da hast du auch mit Sicherheit noch eine Stunde Zeit, in der du an deinen Passionen arbeiten kannst. Und der zehnte und letzte Tipp, den du jeden Sonntag umsetzen solltest, ist, dass du dich entspannst. Der Sonntag ist ganz klassisch der Tag, an dem wir uns entspannen sollten, an dem wir Kräfte sammeln sollten und an dem wir eigentlich schon uns auf die neue Woche freuen sollen, auch wenn die meisten sagen, oh, ich hätte gerne noch einen Tag drangehängt. Versuche dich an diesem Tag definitiv zu entspannen und dir etwas zu suchen, was dazu führt, dass du dich entspannst. Bei mir zum Beispiel oder bei uns ist ein fester Punkt jeden Sonntag, dass wir einen halben Tag mindestens Familienprogramm haben. Ob das vormittags oder nachmittags
nachmittags ist, ist egal, je nachdem, was wir planen. Aber es gibt einen Tag Familienprogramm. Das kann Picknick sein, das kann in einen Tierpark gehen sein, das kann gemeinsam kochen sein, egal was es ist, was es auch vielleicht bei dir ist. Ein Part dieses Sonntags sollte dafür da sein, dass du dich entspannst. Wenn es die Badewanne ist, hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hast du Self-Care und Entspannung in einem. Aber ich würde dir empfehlen, dass du diese sonntagliche Entspannung nutzt und dann auch etwas mit deiner Familie, deinen Freunden und mit deinen Liebsten machst, weil das ist die ideale Zeit dafür. Das sind meine 10 Tipps, dass du den Sonntag nutzen kannst, um dich zu erfrischen, um dich zu erholen und möglichst effizient und gut gelaunt in die neue Woche zu starten. Lass mich wissen in den Kommentaren, welchen Tipp du am besten fandest und vor allem auch, was ein Tipp ist, den du definitiv umsetzen möchtest. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, wenn du weitere Tipps hast oder weitere Dinge, die du jeden Sonntag tust. Wenn du mehr Strategien und Tools möchtest, um ein Leben zu gründen, das du wirklich liebst, solltest du unbedingt auf meiner Website vorbeischauen, chrismikus.de, denn hier findest du einiges dazu. Und du solltest diesen Kanal hier abonnieren, denn das sind genau die Themen, die wir hier besprechen werden. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist und bis dahin, vergiss niemals. Glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles. Einfach machen. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest auch ein Leben gründen, das du wirklich liebst? Und Teil einer Community von ambitionierten Frauen werden, die genau das Gleiche tun? Dann geh auf www.joinkmmc.de und erfahre mehr über meinen Members Club.